Was ist denn das hier? Wolltet ihr euch bewerben heute? Sind das eure Bewerbungsunterlagen oder wie oder was? Ja, ihr seid zu überqualifiziert für den Job. Nein, Scherz an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ich habe hier die beiden Gewinner, sage ich mal, des Punkte-Rankings, was jetzt in der Sommersaison natürlich auch sehr gefragt war. Um das Ganze nochmal kurz zu erläutern, wir hatten drei Meisterschaften in der Sommersaison. Das heißt, wir hatten Lubega, wir hatten Column Beach Style und heute natürlich American Dream. Ich würde ganz einfach sagen, einfaches Spiel. Wer fleißig ist und sich natürlich auch bei mehreren Wettkämpfen präsentiert und eventuell den ersten, zweiten, dritten Platz holt, kann natürlich weitaus mehr nach vorne kommen. Nicht nur, weil er gesehen wird, sondern weil er auch dieses Jahr Punkte sammeln konnte. Das heißt, auf jeder Meisterschaft, Top 6 haben Punkte gesammelt. Und wenn man natürlich fleißig und aktiv ist und auch ein bisschen durch Deutschland tourt und sich auch ein bisschen auf den Meisterschaften präsentiert, kann man Punkte sammeln und letztendlich steht am Ende eine Siegerin und ein Sieger fest. Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Danke, vielen Dank. Was fängst du an mit deinen Punkten? Löst du die ein bei Netto oder wie machst du das? Nee, also die Punkte löse ich ein und damit darf ich zu den Honor Classics Europe starten im September. Genau. Ja. War das auch ein Ziel? Ja, das war, also wir sind ja zusammen und unser Ziel war, die Sommersaison komplett gemeinsam zu rocken und dann genau dieses Ding, also wir wussten nicht, dass es so aussieht, aber mit nach Hause zu nehmen und dann gemeinsam bei den Honor Classics starten zu können. Ja, ich würde sagen, haben wir geschafft. So aus, ne? Ja. Haben wir geschafft, Schatz. Zwar ist der Müll noch zu Hause, den musst du rausbringen, aber wir haben schon mal die Meisterschaften geschafft. Sehr geil. Das ist ja schon fast wie eine Schwangerschaft, kann man sagen, wa? Lange Zeit vorbereiten und dann den Sieg. Jetzt habt ihr natürlich hier einen Sieg. Der eine hat ein Baby in der Hand, die anderen haben hier die Fahrkarte zum nächsten Erfolg. War das auch so geplant, dass ihr auch dieses Punkte-Ranking gewinnt? Ja, auf jeden Fall. Also für mich war ja der letzte Wettkampf letztes Jahr die deutsche Meisterschaft und mit dem Vizetitel war dann im Nachhinein klar, international darf ich dann jetzt an den Start gehen. Danach natürlich so ein paar Tage das Ganze sacken lassen, sich Gedanken gemacht und dann mit dem Coach alles bequatscht, mit dem Christian, die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich als Horst Kevin, ne? Haben uns Gedanken gemacht, haben gesagt, komm, die Arnold Classics sind fett, da wollen wir hin. Und ja, zum Reinkommen, ne, hört sich jetzt blöde an, aber zum Reinkommen haben wir gesagt, wir nehmen die Sommerwettkämpfe mit und ja, dass man da dann noch die Wildcard gewinnen kann, haben wir dann auch als Möglichkeit gesehen, einfach Jackie noch mit dahin zu nehmen und dass wir da die Punkte sammeln, das war natürlich Ziel, dass das so aufgeht, ist mehr als geil, würde ich einfach sagen. Ne? Mehr als geil, würde er sagen. Ja, wir wollten eigentlich ein bisschen mehr Pokale mitnehmen, ne? Genau. Also jetzt heute... Nein, ey, nein, Spaß. Wir sind mehr als alles zufrieden. Alles gut, genau das wollen, ne, wir. Bombenathleten, ja, die sich hier die Gesamtsiege auch geholt haben, ja, das muss man und kann man sportlich nehmen, alles gegönnt. Jetzt sind wir ein paar deutsche Athleten mehr bei den Arnolds und ich glaube, das ist auch eine geile Sache. Ja. Wir haben da Spaß. Auch. Allgemein, das deutsche Team, egal auf welchen internationalen Meisterschaften, das deutsche Team kann sich sehen lassen, weil letztendlich landen viele, viele Goldmedaillen im Flieger Richtung Deutschland zurück. Geile Sache. Wir haben uns beim Lubega gesehen, da war natürlich die Backkulisse ein bisschen geiler. Ja. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja dich nächstes Jahr da drauf. Zwischen den Meisterschaften, ihr als Pärchen, wie ihr euch vorbereitet, geht ihr da mehr so getrennte Wege? Klar, man ist Paar, man ist zusammen, aber macht jeder so auf den letzten Meter sein Ding für sich oder komplett zusammen? Ja, er bereitet mich ja vor. Also, ja, würde ich sagen, zusammen. Ja, zeitlich muss man dann natürlich dann immer schauen, ne? Ist ja noch nicht so weit, dass man mit dem Ganzen komplett ausgesorgt hat. Und man hat ja noch einen Job ganz normal nebenbei. Wenn man dann Früh- oder Spätschicht hat, der eine, muss man zeitlich alles ein bisschen anders takten. Aber wenn es machbar ist, dann zusammen ins Training und ja, machen das als Team. Ja, von daher auch in die Zukunft als Team. Wir wünschen euch viel, viel Erfolg bei der Arnold Classics und bei allen weiteren Wettkämpfen. Wir bedanken uns für euer Zuschauen und wünschen euch noch alles, alles Gute. Wir sehen uns in der Herbstsaison wieder. Dankeschön. Ciao.